Das staunte sogar so manche Kuh, dass sich bei diesem nasskalten Wetter junge Erwachsene hier und heute auf den Berg begaben. Denn die Aussichten waren trüb für den geplanten Berggottesdienst des KLJB Diözesanverbandes auf der Alpe Obere Kalle. Doch davon ließen sich die knapp 50 Jugendlichen nicht abhalten. Entweder komplett zu Fuß oder teils mit der Seilbahn ging es hinauf auf die 1200 Meter. Nur einmal im Jahr trifft sich der Verband für diese bistumsweite Bergmesse. Einmal im Jahr nur deswegen, weil es ist einerseits ein Aufwand, aber andererseits sind wir ja auch nur sozusagen Dach von den ganzen Ortsgruppen. Das heißt, die machen ja auch noch ihr Angebot. Also da ist es oft so, dass es etabliert, dass jede Ortsgruppe einmal im Jahr mindestens einen Jugendgottesdienst macht. Und von dem her ist ja vor Ort auch ganz viel Arbeit da. Und da schaut man auch immer, dass man das auf jeden Fall nicht in Konkurrenz geht, sondern einfach ein Angebot hat, dass man auch die Leute mal bündelt, aber eben auch jedem seinen Freiraum lässt, dass sie auch ihr Angebot vor Ort machen können. Umso außerordentlicher war dieser Berggottesdienst, zu dem Jugendliche aus dem gesamten Bistum eingeladen waren. Das Thema lautete Gespräche mit Gott. Doch wer nun eine klassische Bergmesse erwartete, lag falsch. Es sollte ein Gottesdienst der etwas anderen Art werden. Viele würden mal sagen, so die Gotteserfahrung in der Natur, aber wir versuchen halt, das zusätzlich halt auch nur inhaltlich zu füllen, dass wir jetzt nicht die Sonntagsmesse wie im normalen Gottesdienst, sondern heute haben wir ein Team eingesetzt, das Spirimobil, das ist ein Arbeitskreis in der Landjugend. Wir versuchen praktisch einen Jugendgottesdienst auf dem Berg zu machen, deswegen singen wir auch jetzt nicht Gotteslob-Lieder, sondern haben ein neues geistliches Lied und das Team wird dann auch ein Anspiel und vorbereiten und hat dann auch immer ein spezielles Thema. Das ist jetzt nicht nur auf Gottes Erfahrung in der Natur, sondern allgemein auf Punkte geht, wie kann ich meinen Glauben als Jugendlicher leben und was ist mir wichtig dabei. So gestalteten die Jugendlichen, angeführt vom Arbeitskreis Spirimobil, den Gottesdienst also selbst. Mit Dialogen und Impulsen stellten sie das Zwiegespräch mit Gott auf verschiedene Art und Weise in den Mittelpunkt. Fragen wie, was bedeutet Beten eigentlich genau und bringt das überhaupt was, wurden dabei thematisiert. Außerdem sorgte ein eigens für die Bergmesse gegründeter Projektchor der KLJB für die musikalische Untermalung. Mit Schwung und Pep, aber auch mit nachdenklichen Momenten schien der Berggottesdienst bei den Besuchern am Ende auf eine positive Resonanz zu stoßen. Ein Jugendgottesdienst unter freiem Himmel, für viele etwas Besonderes. Dass halt die Atmosphäre recht locker ist und das ist einfach anders als in der Kirche. Und im Gottesdienst, das hat mir ganz gut gefallen, nämlich dass man einfach mal wieder wertschätzt, dass man mal wieder betet. Und nicht nur ein Gebet, ich sag mal, so runterspricht, sondern auch sich damit befasst mit dem Gebet und auch mal ein bisschen mehr darüber nachdenkt, was es in dem Gebet eigentlich geht. Ich finde es schön, einfach auch mal in der Natur einen Gottesdienst zu erleben und einfach mal aus der gewohnten Umgebung im Gotteshaus rauszukommen und hier einfach auf dem Berg ein Stückchen weit Gott näher zu sein. Mir hat besonders heute gefallen, das Vaterunser, dass man mal drüber nachdenkt, was im Vaterunser eigentlich so vorkommt, was man da so betet. Und das ist einfach Anregung für das nächste Mal, wenn man wie das Vaterunser betet, dass das auch wirklich was mit dem Leben zu tun hat. Auf jeden Fall draußen in der Natur, einfach, dass man draußen ist und die Welt irgendwie mit offenen Augen aussieht. Es ist einfach was Wunderschönes hier in der schönen Natur, bei den Bergen, einen Gottesdienst zu feiern und ich denke, das erdet einen auch wieder. Und ja, heute haben wir gehört, dass das Beten einfach eine wunderschöne Sache ist, dass wir auch direkt einfach vor Gott unsere Wünsche, unsere Sorgen auch bringen können und dass das nicht stur immer ein Gebet sein muss. Und das war heute wieder ein sehr schöner Impuls. Mit guten Anregungen und frischen Ideen, vielleicht auch für die eigene Heimatpfarrei, geht dieser Jugendgottesdienst mitten in den Allgäuer Alpen zu Ende. Für den Diözesanverband der KLJB auch wieder ein Tag der gestärkten Gemeinschaft. Also das Schöne ist auf jeden Fall das Gespräch und der Austausch, weil wir sind
auf den ganz verschiedenen Dörfern im ganzen Bistum verteilt in 120 Ortsgruppen. Und wenn man sich dann mal wieder trifft und dann schwätzt man mit Leuten, die man vielleicht nur einmal im Jahr trifft oder halt so ab und zu mal bei eben solchen Veranstaltungen, das ist einfach ein wunderbarer Austausch auch für die einzelnen Pfarreien. Was macht ihr so? Was habt ihr da in dem Gottesdienst behandelt? Was macht ihr für Ausflüge und solche sind ja keine Nebenaspekte, aber was so nebenbei so passiert und was so in der Ortsgruppe einfach vor sich geht, das ist ein ganz schöner Austausch, wenn man einfach sieht, was machen andere, was kann ich da für mich mitnehmen und natürlich auch privat und zwischenmenschlich einfach immer auf Leute und so weiter. Für die Teilnehmer hat sich die KLJB-Bergmesse also auch in diesem Jahr wieder gelohnt. Der guten Stimmung jedenfalls konnte das nasskalte Wetter nichts anhaben.